Mit einem unscheinbaren Bild begrüßen wir euch zurück hier bei Lea Sophia, hallo! Dem Let's Play Together. Wir haben in der letzten Folge Kapitel 4 erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier unten links. Kann man das wirklich einen Erfolg nennen? In Kapitel 5. Ich habe mich ungefähr viermal eingenässt. Und das meint er, wie er es sagt. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Urin in mir drin habe. Ei, 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 und ich musste alles sauber machen. Was haben wir hier? Das Bild ändert sich auch, glaube ich, immer, oder? Nein, das hängt doch schon immer. Echt? Ah, mit dem Henkers. Henkersmahlzeit. Galgenbaum. Gut. Galgenmast. Galgen. Ich spiele jetzt mal wieder eine Runde. Naja, die Tür ist auch so dick. Okay. Oh, wir haben einen komplett neuen Raum. Zwei Wege. Links, rechts, links, rechts. Ja, bist du links oder bist du rechts? Okay. Ah ja. Wenn das danach geht. Schauen wir mal. Für das Reich. Genau. 12 ja. Uhr gehen wir im Kreis. Und finden Zettel, die auf den Bogen geschmissen wurden. Super. Was? Soll ich jetzt mal andersrum laufen? Weiß ich nicht. Wäre vielleicht erst in die andere Richtung gegangen, bis was passiert. Okay. Nein, jetzt bist du doch schon da. Mann, jetzt. Okay. Ein Bözen. Die Queen. Mary 2. In ihren Anfängen. So, verlaufen. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Störung gesehen habt. Falls ja, werde ich das rausschneiden. Da hat mein PC gerade wieder gemuckt hier. Ist auch abgeschlossen. Nix. Übrigens, der Tom spielt wieder. Ja, das hatte ich eben kurz gesagt. Ach so. Oh. In Kreisen gehen. Das hatten wir schon mal, ne? Genau das gleiche Sofa. Oh. Das Lucifer. Ist Symbolkraft. Was macht denn hier so ein Lärm? Der Transformator. Wo? Im Transformatorenhäuschen. Genau. Was? Wer hat denn hier gerade das Licht ausgemacht? Soll ich hier reingehen? Oh, Leute. Jetzt konnten wir nicht lesen, was da steht. Ja, misst dich aber auch. Mach dein Licht an. Oh. Easy to forget, delirious, drunk. Leicht zu vergessen. Schön, dass du Untertitel lesen kannst. Besoffen. Hoppla. Oh. Soll ich was malen? Okay. Eine Staffelei. Ist mal was Schönes. Das ist das Haus vom Nikolaus. Vergiss nicht die Sonne in der Ecke. Die gelbe. Oh. Mach's diesmal richtig. Die DB-Bahnhofsuhr bei der Zeitumstellung. Hahaha. Remember each mistake. Denk an jedes Missgehen, Vergehen. Fehler. Sag ich doch. Oh. Jetzt haben wir hier schon wieder vier Türen. Mann. Da ist schon wieder das Bötchen. Mit der Queen Mary 2. Ach je, ist das alles verwüstet da draußen. Tja, durch welche Tür gehe ich jetzt? Ich glaube, du kommst immer in den gleichen Raum. Meinst du? Glaub schon. Okay, ich bin ganz mutig. Die Tür ist immer noch auf. Hm. Da kann ich nicht durch. Doch, wenn du die Tür zumachst, die du gerade aufgerissen hast. Oh, da liegt was auf dem Boden. Na. Die Wählscheibe von der Uhr. Ich bin clever und geh innen rum. Ha, ha, ha. Du hättest die Tür auch einfach zumachen können. Das wäre dramaturgisch nicht so wertvoll gewesen. Mhm. Ah, guck mal, ich glaube, ich habe gehört, gefunden, was hier eben das Geräusch gemacht hat. Ja, der Deckenventilator, der Jute. So was Fortschrittliches. Gab's anscheinend auch schon 1394. Restless Memories. Ruhelose Andenken. Da war eine Tür. Ja, ja, ich weiß. Aber auch ein komisches Geräusch. Übrigens, Leute, wenn ihr wollt, dass der NRW bei 18 mehr Horrorspiele spielt, nein, wollen die nicht. Zusammen mit mir, dann kommentiert einfach mal hier drunter und teilt ihm das mit. Ich bin
ich wäre jederzeit dazu bereit, mit dabei zu sein. Also sagt derjenige, der sich hier permanent erschrickt und zusammenzuckt. Und ich werde nicht Outlast spielen. Genau so. Und nein. Outlast, ich zuck nicht zusammen. Müsste man drüber reden. Nein, ich werde das nicht nochmal anfassen. Das sind absolut nicht meine Spiele. Wunderschönes Spiel. Na, wunderschön, naja. Lass das doch an. Nosferatu. Oh. Serkan Naduchki. Moment, das war ESC. Wie hieß sie? Keine Ahnung. 1, 2, Poli. Ach nee, 3, 4. Wie war? Wie hieß sie? Keine Ahnung. Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Tja. Ach, da steht ein Stuhl vor. Oh, ich kann den wegschieben. Das erste Objekt im Spiel, mit dem man interagieren kann. Allerdings. Oh. You spin me. Ich kann sogar über die Bücher laufen. Klasse. So, schaffen wir hier mal Verordnung. Die hat der zu Gutenberg damals ganz mühevoll gepresst, die Bücher, und du latscht einfach drüber. Ich habe sie nicht runtergeschmissen. Das sind alles noch originale Gutenberg-Bibeln. Genau. Entscheide dich. Ja. Make up your mind. Schmink deinen Kopf. Es will da rein. Mano. Den Raum kennen wir doch noch von früher. Ach, stopp. Erinnerst du dich an, als wir das letzte Mal hier waren und der Kleiderständer davor lag? Richtig, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Korrekt. Ha. Wo kommen wir jetzt hier hin? Oha. Oh nein. Oh. Die Eiertitte. Na! Wer es kennt, schreibt es in die Kommentare. Super. Was ist denn das hier jetzt? Igidigit. Die Eiertitte. Was für eine Eiertitte? Was ist das? Die es kennen, die kennen's. Das dicke Ende kommt erst noch. Genau. Bin ich jetzt umgefallen? Nee, aber ich muss mich mal anders hinsetzen, sonst falle ich gleich um. Eieiei. So, jetzt sitze ich hier wie so eine Eiersalat. Hochschwangere. Wer weiß, vielleicht bin ich ja hochschwanger. Wer weiß, wer weiß. Es wäre ein Naturwunder. Dann könnten wir, glaube ich, jemanden anrufen, wenn das so weit wäre. Dr. Bob. Okay. Ah! Die ist in die Wand. Ins Mauerwerk. Oh. Oh, ein Schlüssel. Und noch mehr Teddybären. Teddybär-Zwillinge. Da ist ein Schrank. Ich weiß. Lass mich doch erstmal umgucken hier. Ja, aber du latscht schon wieder an allem vorbei. Ja, was ist denn hier mit? Mach doch von unten nach oben auf. Das macht doch wohl mehr Sinn. Nein. Siehst du, das geht nämlich gar nicht, weil da ein Stuhl vorsteht. Shh. Bla, bla, bla. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt. Ja, ja. Du willst mir deine aufzwingen. Nö. Ich kann den Stuhl auch nicht wegschieben. Tja. Das ist ein Betonstuhl. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht mit den Fenstern. Zu viele Fenster hier, wa? Da passiert doch gleich bestimmt irgendwas. Aber es regnet nicht. Ah. Hier ist ein Schatten. Hä? Hoffentlich nicht wieder die Eiertitte. Vielleicht brauchen wir den Schlüssel für die Tür. Ah! Das ist gut möglich. Die erste Tür, wofür wir einen Schlüssel brauchen. Na, nicht die erste. Herr Maus. Oh Gott, ist die süß. Oh Gott, ist die süß. Hallo, komm mal hier. Ich glaube, wir müssen Herr Maus hinterhergehen. Ich möchte dich knuddeln. Das ist bestimmt Mickey Maus. Och, Mausi, jetzt. Es ist Mausi-Matsche. Ja. Ich hab's gedacht, aber nicht ausgesprochen. Ah. Nein, da ist sie. Das ist eine andere Maus. Das war eine Stunt-Maus. Huch. Super. Oh, ein leerer Schrank. Mausi. Stellenweise ist das Haus so schön und stellenweise so runtergekommen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ist ja wie am BER hier. Der mal endlich eröffnet wurde. Oh. Wie ist denn Mausi hier durchgekommen? Hoppla. Durch den Boden.
Das könnte sein. Durch die Bodendielen. Das sind schon wieder hier so enge Gänge. Enge Gänge? Ein kleiner Reimer hier. Oh, da ist Mausi. Mausi, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Warte, ich versuch. Du musst nicht die ganze Zeit ranzoomen. Aber dann sehe ich Mausi besser. Wo ist Mausi? Tot. Was? Da oben ist Mausi. ob das Mausi war? Die Katze von Goofy und Max, die hieß auch Mausi. Katze, oh. Hund, Ratte. Ein Rätselchen. Ja, aber wir können doch nichts anklicken. Naja. Ich nehme mir mal einen Zettel und einen Stift. Ja, mach das mal. Gib mir mal einen Stift, bitte. Da liegt einer. So, Katze. Das C. Das könnte jetzt ein bisschen was dauern. Gut, der Strich vom C, der führt wieder, oder? Nee, der führt zu 3. Also C, 3. Das A führt zu 4. Das T führt zum 1. So, dann fangen wir mit Dog an. Da haben wir bei Dog die 2. Beim D. Beim D haben wir die 2. Beim O haben wir die 5. Jawohl, das G ist. Was? Das ich glaube, da hast du dich verlaufen. Ich glaube es auch. Hier runter. Die 9. Ah ja, genau, hier runter. Da bin ich falsch abgebogen. Beim R haben wir die 6. Das A. Die 8. Und das T muss dann folglich die 7 sein. Guck mal, da oben ist auch ein süßer Hund. 3, 4, 1, 2, 5, 9, 6, 8, 7. Ich versuche mal, die Buchstaben nach den Zahlen zu ordnen, ob das was bringt. Dann haben wir T, D, C, 4, T, D, C, A, O, R, T, A, G. Titekauchtak. Ich glaube, das ist es nicht. Krakatoa Eisbecher. Genau. Krakatoa. Tja. Aber Ratti ist jetzt weg. Ich dachte, das wäre eine Maus. Mausi, Ratti ist auch das Gleiche. Mäuse, Ratten, alles das Gleiche. Ah, nee. Warte mal, geh nochmal zurück zum Blatt. Nur beim Hund, nur beim Dog ist eine Zeichnung. Kannst du das Blatt auch drehen? Hoch? Nee. Nein. Beim Dog ist ein Hund. Alles klar, ja gut, dann gehen wir mal weiter. Also müssen wir wieder zurück. Würde ich jetzt so sagen. Oh. Durch die verschlossene Tür. Die da bis gerade eben noch nicht war. Die abgeschlossen ist. Na, da ist ein Zahlenschloss dran, hast du nicht gesehen? Oben. Ah. Tja, da beim Hund ist gerade ein Hund drüber, aber würde ich mal sagen, gib mal 259 ein. Aber wir sind doch bei der Ratte, oder? Ich weiß nicht, versuch mal den Hund. Was ist der Hund? 259. Oh. Scharfsinnig. Oh, Sherlock Holmes hat... Du musst halt auch noch verschieben. Bla bla bla. Weiß nicht, wie so ein Zahlenschloss funktioniert. Mit so einem Mann, jetzt geh auf. Er weiß nicht mal, wie eine Tür aufgeht. Kollege, ich habe ja schon ein Sherlock Holmes Rätsel gelöst, ja? Oh, da macht einer ein Lager. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh nein. Ja, ja, ich komme ja schon, aber ich komme nicht durch. Du passt da nicht durch. Hoppla. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Du bist mir gerade mit deinem Stuhl über den Fuß gerollt. Oh, Entschuldigung. Au. Jetzt brauche ich eine Prothese. Eine Fußprothese? Ja, so wie der Mann hier im Spiel. Du beziehst das Spiel richtig ein, was? Ja. Ach, die schöne Musik wieder. 19. Juli.
Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen, Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich es eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Du vor allen anderen solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Und wir nehmen den Brief mit. Und der süße Panda-Bär dahinter. Das Spiel regt schon zum Nachdenken an. Ja. Er nur wieder. Tja. Schon wieder die Doppeltür. Ach, ich erinnere mich an die Szene. Hoppla! Tja. Überall hängt das Gleiche drin. Er hat sich sehr auf seinen Modeberater verlassen. Was? Oh. Ich glaube, ich stand der Tür im Weg. Wieder Aluhol. You spin me right round, baby, right round. Zino wieder. Guck mal, die läuft sogar. Sieht wie ein Arbeitszimmer aus. Das war wieder mein Fuß. Och Mann! Gibt's hier nichts? Guck mal, er nur wieder. Wie oft willst du das jetzt noch sagen? So oft, wie er vorkommt? Das ist wieder das rote Etwas. Nein, das ist eine Vase. Das war vielleicht vorhin auch eine Vase. Nein, das war ein komisches Blender-Ding. Mach die Schränke doch von unten aus auf. Da musst du nicht mehr wieder zumachen. Nein, ich bin ordentlich. Hä? Hey. Nee. Hey. Hey. Kennt ihr diese Leute, die... Hey. Tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls guttun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von seinen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer. Ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht. Wer wohl den letzten Passus da reingeschrieben hat? Eine Kiste. Ich will mir nur die Kiste angucken, alles gut.
Oh, na, den kennen wir doch. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ein Kunstkritiker. Es wird ja mal kleiner. Oh. Das sieht aus, als wenn ich da durchgehen kann. Ach, herrje. Jetzt wird's crazy hier. Kommt immer näher. Spooky. Wir sind jetzt in einem völlig anderen Raum, wobei die rote Vase ist immer noch die gleiche. Ist es der gleiche, nur da ist jetzt eine Wand. So ein Mist. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Richtig? Oder siehst du hier noch eine Tür? Doch, da hinten. Ah, da will ich hin. Da komme ich nicht hin. Du würdest hinken, ja. Es ist keine Tür. So ein Mist. Es ist nur die Vertäfelung. Gleich! Mausi hat Verstärkung. Schön, wie ernst du das Spiel nimmst. Wieso? Wenn es jetzt zwei Mausen. Wenn es jetzt zwei Mäuse sind? Hä? Was? Wieso kann ich da jetzt nicht hinter. Leinwandkrabbler, Masse, pulsierendes Fell. Wie Gift zu malen. Feuer, letzter Ausweg. Eieiei. Warte, steht noch was? Du kannst es nicht haben. Stimmt. Diese gespenstische Stille. Ja, schon ungeheuer. Die ist zum Mäusemelken. Immer diese Bücher, die durch die Gegend fliegen. Sollen wir das Headset mal vielleicht ein bisschen lauter stellen, damit du dich auch mal erschreckst? Ich erschreck mich nicht. Ja, vielleicht, weil dein Headset auf ganz leise ist. Nein. Ist es das alles wert? Tja, ist es das? Wow. Das war der Rollstuhl. Dreh dich doch nicht immer weg, wenn ich passiert. Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich glaube, das ist jetzt auch mal wieder Zeit für eine Folgenunterbrechung. Ja, das glaube ich auch. Wir gehen noch durch die Tür. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da ist er wieder. Und dann geht's hier weiter. NRW bei 18, adieu. Tschüss.